meine lieben Freunde. Heute berichte ich über ein Problem, worunter viele Menschen leiden. Viele Menschen, die einen Psychologen oder Psychotherapeuten aufsuchen, befinden sich nicht in ihrer realen Welt. Sie leben in ihren Fantasien und Vorstellungen, meist in ihren Träumen. Und sie haben Angst, eine Angst, die in ihnen entstanden ist. Diese Ursachen könnten dadurch entstanden sein. Vielleicht lebten sie getrennt von ihrem Partner, haben einen Angehörigen oder Freund verloren. Ja, sie glauben, ohne sie nicht weiter leben zu können und empfinden, dass sie eine persönliche Niederlage haben. Sie sind in einer Niederlage. Sie leiden. Der Mensch neigt dazu, sich in eine Welt hineinzubasteln, die schön ist, ohne Probleme. Aber passt diese selbstgebastelte Welt in die Wirklichkeit? Eigentlich nicht. Man erkennt es sehr wohl, verdrängt es aber. Und dann braucht man Hilfe. Denn die wahre, tatsächliche Wirklichkeit ist sehr weit weg, fern von jeder tatsächlichen Realität. Bei der eigenen gestalteten Welt befinden sich meist Ideale, die unerreichbar sind. Und das beginnt bereits im Kindesalter. Die Eltern werden idealisiert und sogar zu Göttern erhoben. Doch wenn diese abstürzen, stürzen auch die eigenen Ideale ab, manchmal sogar in die Hölle. Und das nennt man eine negative Idealisierung. Dasselbe passiert dann aber auch im späteren Alter. Wenn wir unseren Partner oder Freunde in den Himmel loben, aber dann erkennen müssen, dass diese keine Engel sind, sondern Menschen mit Fehlern. Überall in der Welt stürzen sich Menschen in eine Traumwelt und oft schlagen sie schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen. Aber wie kann man verhindern, nicht so hart aufzuschlagen, dass man sich wieder auf dem Boden der Tatsachen befindet? Lebe dein Leben, so wie es ist. Ideale? Ja, sie sind wichtig, doch sie müssen real sein und bleiben. Genieße das Hoch so, wie es ist und lasse es nicht unrealistisch werden. Idealisiere dich nicht selbst und gehe mit deinen Enttäuschungen um, wie mit deinen Freunden. Bleibe bodenständig. Hinterfrage bei deinem Partner und Freunden Unmögliches, aber auch dich selbst. Dann bist du stark. Stark für deine Krisen. So stark, dir selbst helfen zu können. Gib der Angst keinen Raum in deinem Leben und gib deinem Leben einen Sinn. Das gibt dir Sicherheit und du erhältst ein liebeswertes Leben. Vergiss deine Träume. Träume sind Sehnsüchte, in denen die aus deinen Idealen entstanden sind. Vielleicht für ein größeres Auto oder ein eigenes Heim und so weiter und so weiter. Nach deinem Wunschgedanken komme zurück zur Realität. Erlaube dir aber die Freiheit, dir das zu wünschen, was du wirklich willst. Genau das. Dann wirst du es auch bekommen. Dauert aber dein Wunsch noch einige Zeit, glaube fest daran, dass dieser Wunsch sich erfüllen wird. Doch
Vertraue, dich ja nicht jedem Menschen mit deinen Wunschgedanken, deinen Problemen und Ängsten an. Aber rede mit den Menschen, die dir nahe sind. Und du wirst sehen, das allein schafft dir Erleichterung. Wenn du dir diesen Fahrplan des Lebens zunutze machst, wirst du etwaige Niederlagen nicht als Niederlagen empfinden. Im Gegenteil, du spürst deine Stärke. Natürlich bin ich auch noch da. Für dich bin ich da. Du musst mich nur anrufen. In diesem Sinne, herzlichst, eure Deria.